Hallihallo, wir haben es geschafft, wir haben das erste Shelter erreicht durch Hin- und Herfahren. Wir sind fix und alle, Bede, heute ist extremer Gegenwind. Dann haben wir auch 71 Kilometer heute geschafft. Ich weiß noch nicht wie, aber wir sind fix und alle. Wir haben jetzt ein Shelter gefunden, wo wir heute Nacht übernachten können. So sieht's aus, in der Regel, mit Feuerstelle, mit Grill. Nur kein Holz, aber hier kann man drinnen schlafen. Da ist sogar ein Stuhl und Decken und alles drum und dran, ein Besen zum Saubermachen. Und das beste Luxushotel hat auch eine Toilette. Und guckt euch mal die Spülung an. Yeah, ein bisschen Späne. So, habt da unseren Schlafplatz heute gesehen? Ein richtig geiles Ding. Wir sind in Dänemark, sind angekommen. Wie weit wir kommen jetzt die Tage, wissen wir noch nicht. Mal gucken, wie das Wetter ist. Muss man sich erstmal informieren. Ich muss meine App jetzt erstmal installieren, also alles einstellen. Wir haben jetzt die Shelter-App runtergeladen. Sind hier an einem Museum untergekommen. Wir haben es jetzt heftige 7:30. War anstrengend. Seit 10 sind wir unterwegs. Haben natürlich auch ein paar Pausen gemacht, ein paar kleine. Und auf der Fähre haben wir uns ein bisschen hingelegt, haben ein bisschen geschlummert, ein bisschen Powernapping. Aber heute sind wir extrem am Arsch. Mein Popo tut richtig weh. Wir haben schon doppelt gepolstert, aber der Knochen, der macht nicht mit. Also das ist ganz schön dolle. Aber das macht nichts. Wir sind in Dänemark angekommen, bauen jetzt erstmal alles ab, machen jetzt erstmal was zu essen, bevor es dunkel wird und kalt wird. Und ja, so ist jetzt erstmal der Stand der Dinge. Wie gesagt, heute um die 71 ein paar zerquetschte Kilometer gefahren. Und es reicht. Es reicht heute. Also ich bin ganz schön am Ende. Wir sind dankbar, dass wir jetzt so einen Platz gefunden haben und der auch noch frei ist. Weil das ist hier nicht die Regel laut Internet. Aber ja, wir freuen uns dafür, dass wir das nutzen dürfen. Und werden jetzt gleich den Abend ausklingen lassen bei einer, bei einem leckeren Gericht namens Nudeln. Das gibt es nicht ganz so oft bei uns, nur jeden Tag. Deswegen freuen wir uns sehr auf Nudeln. Aber ja, nichtsdestotrotz, es geht schnell und einfach und super leicht. Und China-Nudeln geht immer, kann man ja geschmacklich variieren. Man kann ja mal ein bisschen Salz dran machen oder mal ein bisschen Pfeffer, dann schmeckt es ja schon anders. Aber wir haben auch notfalls auch Brot und Fisch, also alles, was so ja, möglich ist. Ja, wie gesagt, wir bauen jetzt auf und machen Feierabend. Wir wünschen euch erstmal einen schönen Abend und grüßen alle, die uns kennen. Wir sind fix und alle, haben halt wieder tolle Eigenschaften, tolle, nette Leute kennengelernt, haben auch viel gesehen, aber wie gesagt, waren heute sehr am Kämpfen, weil extremer Gegenwind heute war und es gehört halt scheinbar dazu und tja, mal gucken, wie es uns morgen geht. Ich mache jetzt Feierabend. Wir wünschen euch alle einen schönen Abend und alle, die uns kennen und uns verfolgen und hoffentlich nicht verfolgen, aber uns folgen. Wir bauen jetzt hier unser Lager auf, unter dem schönen überdachten Holzschuppen. Sieht sehr geil aus, also wir freuen uns sehr. Da ist der Beweis, wir sind in Norwegen, nicht Norwegen, in Dänemark. Also, bis die Tage. Wie gesagt, Kamerabilder irgendwann, also ich kann es immer noch nicht sagen. Aber ich denke, die kleinen Dokumentationen sind erstmal da und ihr wisst, wo wir sind, ihr wisst, dass wir noch leben und ihr wisst, dass es uns halbwegs gut geht, außer dass es eine Quälerei ist manchmal, bis heute. Aber trotzdem schöne Eindrücke. Mit der Fähre, ja, war jetzt nicht so spektakulär, war ja schon stürmisch da oben. Ich habe mit der Kleinkamera ein bisschen gefilmt, aber das ist jetzt nicht so spektakulär. Wir haben eben im Laderaum geschlafen so ein bisschen und die Zeit genutzt, um uns ein bisschen auszuruhen, wo wir ja doch ganz schön fertig waren durch den ganzen Gegenwind heute. Aber ja, es geht uns gut. Also, wir hören uns morgen wieder wahrscheinlich und zum nächsten Rapport und dann wünschen wir uns erstmal einen schönen Abend. Macht's gut.